Schaut mal, Mama Fisch will wieder laichen. Guck mal, wie dick der Hintern ist. Die ist nicht krank. Geht jetzt immer hinten links in die Ecke. Ja, da macht sie es, glaube ich, gleich wieder. Und dann ist sie ganz still. Und dann laicht sie. Kann sich kaum bewegen mit dem dicken Hintern, ne? Wo gehst du jetzt hin? Geht sie wieder in ihre Ecke. Jetzt dreht sie sich wahrscheinlich gleich um. Oder wird sie wieder Eier ablegen? Gucken, wie viele dann nachher wieder gefressen werden, weil ich habe ja gehört, Goldfische sind da jetzt. Goldfische sind Kannibalen. Jetzt hat sie wohl wieder welche abgelegt. Wo will sie jetzt hin? Mama Fisch. Upsala. Immer hinten ins Säckchen. Mir ist das aufgefallen, weil ich habe wie so ein bisschen Schaum auf dem Wasser und das sind wahrscheinlich die Eier. Interessiert euch sowas auch? Wenn ich dann später die Babyfische dann habe, dass da welche übrig bleiben, zeige ich es euch natürlich. Sie ist jetzt 3 Jahre alt. 3 oder 4? Nee, 3. Die anderen Fische, die hier im Teich sind, bis auf einen, sind alle von ihr, die Babys. Nur wer der Vater ist, das weiß ich nicht. Ich muss den Arm nochmal wechseln. Also. Ja, jetzt schüttelt sie sich wieder. Seht ihr das? Und geht das jetzt heute schon den ganzen Tag? Guck ich mal runter ins Wasser. Da sind die anderen. Der linke obere, der ist von ihr. Der rot-weiße da ist auch von ihr. Der da ist auch von ihr. Die haben alle überlebt.
Rennst du fleißig von A nach B, ne, Süße? Sie hat so keinen eigenen Namen, sie heißt einfach nur Mama. Habt ihr das bei euch im Teich auch schon mal beobachtet, wie das geht mit den Fischen? Mit dem Ableichen und wie geht das mit dem Befruchten? Vielleicht kann ich das hier auffangen. Kann man das hier sehen im Wasser? Ja, seht ihr da das Zeug auf dem Wasserspiegel? Na, fokussierst es? Na, ist schlecht mit dem Fokussieren. Ja, jetzt rennst du da halt immer durch den Teich. Soll sie machen. Dann der Fisch da ist der Jüngste, der da gerade durch die Gegend wuselt. Ja, und wer ist auch noch dabei? Wo bist du? Monsieur Remy. Muss ja auch gucken, was hier los ist, ne? Kater muss dabei sein. Schaust du dir genau an, ne, Schnucke? Ja. Ah, mein kleiner Goldfischteich. Ich mal wieder von den Knie hoch. Ah, mein kleiner Teich. Monsieur Remy, was sagst du dazu? Hallo, mein Schatz. Ja. Wo ist die Tante? Wo ist die schwarze Katze? Die hat sich verpieselt. Na gut. Bleiben wir heute beim Teich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben.